Hi, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu Dark Souls 2. Ja, ich habe den ersten DLC mit etwas Hilfe gefunden und da gehen wir aber nicht hin, sondern ich werde als erstes einfach nochmal probieren und mal schauen, was denn der gute Rauchmelder, der Rauchritter heute so zu melden hat. So, das wollte ich sagen. Was der Rauchmelder denn so von sich gibt. Nee, was der Rauchritter zu melden hat. So. Ist das eigentlich, war das sinnvoll, dass ich hier mich nackig gemacht habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann. Autsch. Oh nee, ich habe vergessen, dass ich so lange brauche zum Saufen. Was der Rauchmelder zu rittern hat, ja. Ach, diese ewige Sauferei. Tatsächlich kommt es mir heute nicht mehr ganz so extrem langsam vor, wie das letzte Mal. Beziehungsweise wie in der letzten Folge. Außerdem fällt mir gerade auf, ich bin ja total bescheuert. Warum habe ich denn hier den Katzenring? Welchen hatte ich drin? Och, den glaube ich, ne? Stellt Trefferpunkte langsam wieder her. Ja. Mei. Und das hat keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht mal mehr, was ich anhatte, aber das ist ja alles nicht so wichtig. Geh mal auf irgendeine Ausrüstung und schau mal, wie es aussieht mit der Rolle. Ob es eine schwere Rolle wird oder nicht, sehen wir dann. Ja, das ist doch auch noch okay, oder? Ich denke schon. Mein absoluter Hasskollege, Herr Rauchritter. Oh, nee. Ja, ich muss mich erstmal an die Geschwindigkeit des Spiels wieder gewöhnen. Ausdauer. Schweinerei. Scheiße. Ja, Miko. Ah, genau. Ach, so, alles so ein bisschen zäh, so hier. Ah, das war dumm, aber es geht.
Wenn das der wäre, der übrig bleibt, ja. Nee, nee. Oh. Mann. Nicht mal in die zweite Phase gekommen. War jetzt aber auch erst der zweite Versuch, glaube ich. Ach, komm schon, Kumpel, ey. Das gibt's nicht, ey. An so einem Bob. Ja, mittlerweile halte ich ihn für einen Bob, ne? Das, da, also zu dem Zeitpunkt, als ich den hier das erste Mal stark bekämpft habe, das war ja... Ah, okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Ah, ich habe zu spät gesoffen. Weil ich noch überlegt habe, kann ich jetzt trinken? Nee, man muss dann sofort trinken. Aus der Sicht der Gegner, ja. Ich meine, wie lange ist es denn jetzt schon, Rauchritter? Wie lange ist es schon, Rauchritter? Wann habe ich das erste Mal... Ah, nicht... Aua. Ach, wie dumm. Nee. Wir haben schon wieder nicht die zweite Phase gekriegt. Das gibt's doch nicht. Bis zur zweiten Phase. Will ich kommen? Dann gehen wir ins erste DLC und dann komme ich am Ende der Folge, komme ich dann nochmal zurück. Zu ihm. 20.02. war die erste Folge mit ihm. Ja, siehst du mal, ey. Im Februar schon bekämpft. Es sind halt wirklich 3 Monate, ne? Shit. Ach Mann! Ah, nee. 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 Mm-mm.
DLC, wo bist du? Ist es das? Nee. Das hier. Nö, 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 nö. Braucht man sich ja nicht antun an der Stelle. Okay, wo laufe ich hier hin? Ah, in Richtung eines Bogenschützens. Jungs. Oh, das ist so anders. Das ist so anders hier alles. Hilfe! Um Gottes Willen stehen da viele Boys rum. Okay, ich dachte schon, ich bin gestorben beim Runterfallen, aber nee. Was? Nein! Was war das? Oh, Scheiße. okay. Da muss ich erstmal wieder drauf klarkommen, ey. Ey, das ist so anders, ne? Das ist so krass. Und die Ausdauer ist viel schneller verbraucht und alles. Warum? Warum trifft mein gutes Katana den nicht richtig? Hallo, Saufen. Nicht angiften jetzt, du da hinten mit deinem Bogen. Komm mal her. Danke. Boah, da muss man ganz anders an die Nummer rangehen hier, ne? Das ist so anders. Was trifft mich denn? Da ist einer. Nee, ihr Arschgeigen. Drei Bogenschützen, ey. Hatte ich eigentlich eine andere Waffe für Mobs? Kann es sein, dass ich eine andere Waffe für Mobs hatte? Es ist so viel langsamer hier alles. Oder vielleicht mit Schild? War ich hier mit Schild unterwegs? Vielleicht. So, was ist das hier? Aha. What the f... Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich gekämpft habe in Dark Souls 2, echt. Also so, also wie ich gekämpft habe im Sinne von, welche Waffe ich hatte. Ich glaube, ich hatte eine andere Waffe. Kann das sein, dass ich eine andere Waffe hatte? Ja, stimmt.
Alles zu schwer jetzt hier. Was hatte ich denn nochmal für Ausrüstung dran? Ich hätte nicht so lange Pause machen sollen. Irgendwie sowas Leichtes hatte ich, glaube ich, immer an. Den Hut, der war dabei. Und dann hatte ich eigentlich die Ausrüstung an. Aber das macht mich auch schwer. Ich bin auch schwer. Ah, warte mal. Welchen Ring? Irgendeinen Ring, der mir mehr Traglast gibt? Ne, den habe ich ja drin. Erhöht Balance. Geübte Spieler laufen eh nackig rum, ja. Ich bin aber kein geübter Spieler. Ich bin eine Kackbratze. Erhöht die Stärke. Geschicklichkeit. War das nicht unter 70%? Ja, genau, unter 70. So, dann beidhändig. So, mit der Waffe müsste mehr gehen. Okay. Du motivierst mich damit vielleicht ein bisschen. Okay. Was passiert jetzt hier? Jetzt ist es wieder runtergefahren, oder wie? Wieder zurückgesetzt, oder was? Keine Ahnung. Was ist das hier Hässliches? Einfach mal draufhauen. Da sitzt schon der nächste Boy, der mir ans Leder will. Nee, 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 nee. Okay. Besser. Ach, was bist du denn? Explodierst du? Nee, okay. Oh, das ist hier das reinste Labyrinth. Was sollen diese... Okay. Das funktioniert alles irgendwie nicht so geil hier gerade. Alles so furchtbar träge. Wurfmesser. Oh, ihr seid schon wieder so giftige. Och nee. Warum? Warum muss es hier wieder giftig sein? Und hier sind überall diese Dinger. Ey! Nicht auf mich schießen, Mann! Schön blutig. Fleischig! No, oh. Warten Sie bitte. Er überlebt. Das war doch auch nicht die Kombo, die ich gespielt habe. Das fühlt sich so träge und langsam alles an. Das wird so hart. Das fühlt sich auch so falsch an hier gerade mit dieser Waffe. Breitschwert plus 7. Großschwert plus 7. Menschentöter plus 5. Also es muss irgendwas in der Richtung hier gewesen sein. Was ist denn das Breitschwert? Zusammen mit dem Schild. Und ein bisschen mehr Ausrüstung.
Keine Ahnung, ob das das Ding war. Ganzen Balsam. Weich geworden in Elden Ring. Ja, absolut, ey. Absolut. Ah, schade. Okay, das ist die Abkürzung dann später. Okay, das fühlt sich schon ein bisschen besser an hier an der Stelle gerade. Oh shit! Okay. Ich bin am Boden noch irgendwo aufgekommen, glaube ich. Also einfach still. Er wollte sich heilen, habt ihr das gesehen? Das Schwert fühlt sich irgendwie richtig an. Ich glaube, ich sollte das nochmal leveln. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich vermute schon. Ach fuck, hier geht's auch einfach runter. Jungs, lasst mich mal in Ruhe. Hier unten ist noch irgendwas. Ich glaube, ich muss einfach weit runter. Hi. Oh oh. Solche Sachen habe ich definitiv auch nicht gemacht. Das sieht falsch aus. So Angriffe von hinten und so, sowas habe ich nicht gemacht. In Dark Souls 2. Nicht Y. Rostige 10 rostige Münzen. Okay. Was für... Nee. Oh, hi. Grüß dich. Mein Großer. Dem steckt was im Rücken. Seelenfokus. Okay. Okay, die Tür geht einfach auf. Türen gehen alle einfach auf. Ich beeil mich mal. Heiligtum des Drachen. Okay. Verschlossen. Drachenamulett. Drachenamulett. Oh Gott. Jetzt geht's los, ey. Wo finde ich jetzt das Drachenamulett? Was wird das gewesen sein? Schlüssel? Nee.
Ja. Drachenamulett, wo bist du? Wo versteckst du dich? Talisman. Ich sehe auch kein Amulett. Ah, Leute. Consumable. Halt ein bisschen und mach Gift weg. Ja, also muss es ja doch hier irgendwo sein. Wie sieht's denn aus? Ich finde, ich sehe es nicht, ne? Ich bin. Leutstalisman, bestimmt habe ich davon schon mehrere und check's einfach nicht. Versteinertes Etwas, Riesenlinie. Ja, okay, egal. Dann ist es doch gerade wurscht. Okay, was passiert hier? Warum? Okay. Ah, hier ist. Nee! Ihr Schweine! Bin ich vergiftet. Jetzt sterbe ich. Er piekst mich so ein bisschen. Oh, Scheiße. Ah. So eine schöne Falle. Ja. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Leute. Was machst du eigentlich? Ich habe ihn noch gar nicht angehauen. Könnte ich hier auf halber Höhe und wo lande ich dann? Wenn ich hier reingehe? Weil das fährt ja wieder runter. Oder das fährt doch irgendwann wieder runter. Da stecke ich fest. Einfach habe ich mich selber gesoftlockt. Ach so, das ist jetzt hochgefahren. Jetzt kann ich es wieder runterfahren. Aha, verstehe. So, und wenn ich jetzt hier drin bleibe. Ah, guck mal. Ist ja witzig. Verarscht. Verarscht! Nein! Oh Gott, ein Biel, ey, das. Oh! 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 Ja, Dark Souls 2, ey! Oh! Oh! Ja. Ja. Dark Souls 2 ist einfach so mies. Ey, hört doch mal auf, mich hier zu vergiften. Also, habe da. Nicht Gift. Bitte. Nicht Gift, bitte, habe ich gesagt. Hören Sie bitte auf. Was ist hier? Ah, Gift. Ja, wer hätte es gedacht? Was ist das hier? Warum kann ich hier auf den Steg drauf?
Ah, wenn ich die ganzen Dinger hochgefahren habe, komme ich da rüber. Da ist ein Leuchtfeuer. Oh nee, ich muss die doch alle aktivieren. Dann kann ich nämlich hier drauf hüpfen, dann darüber, dann dahin und dann komme ich da irgendwie rein oder so? Wahrscheinlich. Ha. Muss ich alle aktivieren, die ich auf dem Weg finde? Nee, oder? Dass das irgendwie welche dann da hinten aktiviert? Ich denke, den kann ich so lassen. Den habe ich ja schon hochgefahren, okay. Oh, shit. Ja, Bock. Ihr seid gestorben. Es fehlt ja schon ein bisschen irgendwie musikalische Untermalung bei dem bei der ganzen Nummer. Ich habe ganz vergessen, wie still es in Dark Souls 2 auch ist. Das ist echt anders. So, habe ich da... Habe ich das hier schon gehauen, das Ding? Weiß ich nicht. Ich hau mal drauf. Ah, da fährt das Ding wieder runter. Okay. Brauche ich das oben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich es brauchen und jetzt habe ich es gerade runtergemacht. Arschgeigen, ey. Also, ich will das aktivieren. Okay. Okay. Ich weiß nicht, brauche ich das aktiviert? Muss ich hier irgendwie von oben auf da drauf springen? Ich hoffe nicht. Dann lasse ich das hier nämlich unten und kann hier durch. So. Jetzt müssten ja die zwei aktiviert sein. Genau, eins ist oben. Es ist nur eins oben. Warum ist nur eins oben? Egal. Ich habe keine Lust, einen Bogen oder eine Armbrust rauszuholen, um da drauf zu schießen. Weil dann müsste ich ja alle killen, die da rumstehen. Will ich gar nicht. Ich glaube, in Dark Souls 3 kann man auch runterfallen während dem Schlagen. Geht das in Elden Ring nicht mehr? So, zwei sind oben. Ich verstehe nicht ganz, was hat der hier gemacht? Ah, der fährt den hoch. Ja, passt doch. Und dann habe ich nämlich vom Leuchtfeuer aus gesehen, dass hier hinter noch einer steht. Von oben vom Start.
Eine tolle Verbesserung. Ah, weiß ich nicht. Oh! Okay. Und nochmal. Und angegiftet. Ja, guck mal. Ach. Checkpoint. Und jetzt? Echt jetzt? So viel Schaden muss ich kassieren für den Checkpoint. Wirklich? Das ist mies. Oh, warte mal. Nee, hier ging ja nichts. Dämliche giftige Skelettritter. Ach, guck mal. Bisschen weniger Schaden. Okay. Nee! Och, Mann! Das vermisst du in Elden Ring? Nee, vermisse ich nicht in Elden Ring. Das ist nämlich... Ist doch ganz klar, ich bin doch so ein übermächtiger Untoter. Jetzt muss ich euch bekämpfen? Vorhin hat mir der Drache geholfen. Nee, stopp! Ich will doch nur vorbei. Kannst du mal... Könnt ihr mal abhauen jetzt? Wie lange wollt ihr mir noch hinterherlaufen, ihr zwei? Seid ihr... Kämpft ihr gegen mich? Ah, guck mal. Easy. Wieso? Nee. Nee. Komm. Was ist hier los, ey? So viele Mobs! Man kann nicht saufen! Man kann nicht saufen! Ich weiß echt nicht. Ob wir nicht Sekiro vorziehen. Das hier ist einfach... Das ist die pure Qual. Du musst hier durch. Warum? Was macht ihr denn bitte, ihr zwei? Könnt ihr mal... Ach.
bescheuert. Nee, das Schwert und das Schild fühle ich auch nicht. Ich habe hier noch so ein Ultra-Großschwert. Ah, warte, das war gut, glaube ich. Wie sieht meine Rolle aus? Oh Gott. 101%. Wunderbar. Was hatte ich denn hier angezogen, damit ich hier ein bisschen leichter werde, Leute? Gibt's doch gar nicht. Muss ich mich jetzt echt ausziehen, damit ich dieses Schwert benutzen kann? Oh, bitte nicht. Schild macht viel aus, aber Schild hätte ich gerne, weil wegen Ausdauer und so. Das war die falsche Richtung. Ja, also an manchen Ecken sind es erstaunlich viele Gegner, ja. An manchen Ecken sind es erstaunlich viele Boys, die hier rumstehen. Oh, hi, grüß dich. Ja. Das Schwert fühlt sich ganz gut an. Giftiges Moos. Nee, ich will eigentlich nichts Giftiges. Ja, das Schwert fühlt sich richtig an. So, welche Truhe will mich fressen? Welche killt mich? Gab's hier... Ich weiß gar nicht, ob es hier... Zerstörungsgroßpfeil, 50 Stück. Ich weiß gar nicht, ob es hier fressende Truhen gab. Katharina Helm, okay. Seelengefäß. Pflanzenbalsam. Ganz schön viel Loot hier an der Stelle. Titanitscholle, okay. Ach, Fluch. Ach, da ist noch einer hinter mir. Ja, klar. Zockt sie wieder? Nee. Das ist Dark Souls 2, richtig. Ich habe noch ein bisschen was offen. Es ist... Oh Mann.
Wait, what? Mein Ultra-Großschwert prallt an deren Schilde ab. Oh, da kommt einer von hinten. Lass mich. Nee, oh. Okay, ich muss die Schweinebacke killen da oben. Ich darf den nicht stehen lassen, wenn der da hier plötzlich von hinten ankommt. Das Ultra-Großschwert prallt an dem Schild von dem halbstarken Skelett-Soldaten ab. Okay. Wait, habe ich dich jetzt? Ja, natürlich. Wo haust du denn hin? So, das hier ist der Kumpel, der mitkommt. So. Also. Noch einer? Ah, noch einer. Okay, alles klar. Und dann auf so einer dünnen Brücke hier. Wow. Oh Mann. Ah! Oh Gott! Ah, und er kommt dann gleich um die Ecke, ne? Und er wird nicht mal irgendwie gestunt oder sowas von meinem Ultra-Großschwert. Nö. Kein nichts. Er wird gnadenlos, kann er seinen Schlag mit ausführen, weitermachen. Gar kein Problem. Oh, Leute, ey. Müsst ihr hier zu zweit auf der Brücke stehen, ne? Nee, 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 hört auf! Saftsack, ey. Oh. Okay. Wie ich auch einfach null Ausdauer hab, ne? Ach Mann! Was ist denn das? Oh. Was soll denn das? Marlene ist noch nicht geschafft, nee. Ich habe komplett vergessen, was hier los ist in diesem Spiel. Wie bin ich hier überhaupt durchgekommen, ey? Warum kommst du da um die Ecke? Und die beiden, das ist doch eine miese Nummer hier auf diesem engen Ding. Ist das ein... Oh Gott! Oh, Dark Souls 2 wird übel. Oh Gott, Dark Souls 2 wird so übel. Die machen einen guten Job, ja, ja. Ich
Wie er da angeschlichen kommt, ne? Hallo, ich habe ein Ultra-Großschwert. Dass du überhaupt noch stehst, nachdem du damit voll eine draufkriegst. Dritte DLC? Nein. Es gibt kein drittes DLC, das waren nur zwei. Drei mit jeweils drei Bossen. Ach du Scheiße. Sind hier einfach normale Pfeile? Ach, sie kommen beide. Es hat rein gar nichts gebracht. Dann kann ich den Bogen auch gerade wieder abrüsten hier. Ich habe den Schlüssel für das dritte schon. Okay, geil. Fantastische Idee. Ah, ihr wollt mich so quälen. Ihr wollt es einfach sehen, wie ich gequält werde. Aber zum Glück. Also wenn mir das hier, wenn mir das hier zu übel wird, ne? Dann gehe ich doch einfach nach Sekiro. Scheiße, dann bleibe ich an dieser dämlichen Kiste hängen. Das, sorry, ja, alles gut. Ach, Leute. Oh, ist das übel. Oh, ist das übel. Ey, ich habe ein bisschen Fortschritt gemacht, okay? Ich habe ein bisschen Fortschritt gemacht. Ich bin... Tatsächlich habe ich ein Leuchtfeuer gefunden. Ich habe ein Leuchtfeuer gefunden. Wie er da um die Ecke geschlichen kommt, der miese Bazi. Mega gelacht die letzte Stunde. Lass mich. Nein! Och Mann! Diese beiden, ey! Oh. Warte, konnte dieses Schwert nicht irgendeinen coolen Move? Könnte das nicht so ein Rundumschlag-Power-Move oder sowas? Hä? Wie macht man das nochmal? Irgendwie konnte man was tun mit dem Schwert. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich den schweren... Ach, scheiße. Schon wieder in die falsche Richtung abgebogen, ne? Er verprügelt mich trotzdem. Hallo, ausweichen habe ich gedrückt, bitte, Spiel. Erhöret mich doch. Das wird
Oh, Dark Souls 2. Wie ich dich nicht vermisst habe. Hallo? Nee. Ah, babababa. Wir machen mal ganz ruhig hier. Na, da, da. Hey, ja. Zack. Nee, ausweichen. Ah. Uff. Man kann sich bei den DLCs, bei allen, der dein Leben beim Tod verringert, heilen kannst. What? Man kann das bei allen DLCs? Und ich schlag mich mit dem Rauchritter rum. Da gehen wir jetzt übrigens nochmal kurz hin. Ja, die zwei Dudes sind gefährlicher als Elden Ring Late Game Boss. Absolut richtig. Ich versuche jetzt den Rauchritter mit Ultra Großschwert. Ich will wissen, wie viel Schaden das ihm das macht. Ah, genauso viel wie das Katana. Ja, da ist das Katana tausendmal besser. Da ist das Katana auf jeden Fall die bessere Wahl. Also Katana und ein wenig Rüstung anlegen. Sogar noch ein bisschen mehr Rüstung. Na, passt schon. Oh, aua. Scheiße. Jetzt kommt das wilde. Ach, Mist! Ich glaube, da muss ich. Kann ich an ihm dranbleiben, aber muss im richtigen Moment einfach rollen. Guter Try, Dankeschön. Danke, danke.
Ja, ich habe mich auch nicht so schlecht gefühlt gerade. Es ist halt. Man muss hier wirklich krass reinkommen in dieses Spiel. Es ist halt einfach anders. Shit. Autsch. Fuck. Ach, Mist. Schade. Das ist so. Oh Mann. Ich will es nicht. Fängt jetzt schon wieder bei mir an, dass meine Aussagen mich selber nerven, weil ich immer wieder das Gleiche sage. Das Spiel ist langsam. Ich bin's ungewohnt, das ist so ungewohnt, das ist irgendwie seltsam, alles komisch. So dieses sich beschweren, so ein bisschen. Und eine Ausrede suchen dafür, dass es nicht klappt. Auch wenn ich einfach halt üben muss. Wenn es einfach nur das ist. Also was heißt einfach, ne? Das trifft, währenddem ich in der Rolle bin, ey. Das ist so nervig. Nein! Ah, nein! Ich wollte. Ja. Ah! Wenn ich überlege, wie schnell sich dieses Spiel. Aber na, nee, das will ich nicht. Wie schnell sich dieses Spiel damals angefühlt hat, vor 3 Monaten im Februar. Wahnsinn! Das ist so krass. Ich bin so, das macht mich immer noch total fertig. Dieser Gegner hatte sich nach einer Geschwindigkeit angefühlt, die ich unmöglich so mal eben besiegen kann, ne? Jetzt sieht es eher so aus, als, keine Ahnung, würden wir alle ein bisschen in irgendeinem Gelee feststecken, in Wasser oder so. Wir sind alle ein bisschen langsamer. Ja, und da sind halt manche Hitboxen. Da ist halt wieder so ein bisschen so ein Hitboxen-Ding. Oder ja. Nicht ganz gut gelungen. Das passt ein bisschen mit den Farben, ja.
Was viele sagen, dass das Spiel nicht schön aussieht, aber das finde ich überhaupt nicht. Für das Alter und so sieht's eigentlich echt sieht es nach einem schicken Spiel aus. Ich sehe die Probleme ganz woanders von Dark Souls 2. Also die Hitboxen, das ist halt so mein größtes Manko. Dass die Hitboxen hier teilweise wirklich seltsam sind. Ach, warum trinke ich denn? Vor einem Stich rückwärts gerollt. Ja, aber unterhalb seines Schwertes. Wo ich dann nicht verstehe. Das trifft dich immer. Ja, also, das ist schon okay. Irgendwo bin halt dann, ich komme dann halt aus den Iframes raus, währenddem sein Schwert über mir ist und dann stehe ich in seinem Schwert. Ja, ist nicht so wild. Aber ich habe ja mal auch ein ausführliches Short gemacht, wo man genau gesehen hat, dass die Hitbox mich eigentlich nicht getroffen hat. Ich habe auf Trinken gedrückt, aber Spiel sagt nein. Ach, warum probiere ich es denn? Hier ist es noch viel schlimmer als in Elden Ring oder in Dark Souls 3. In Dark Souls 3 war wenigstens so, ja okay, dann gebe ich dir halt jetzt diesen Suff. Aber dadurch, dass der Suff hier so lange dauert, hat der Gegner auch nochmal Zeit zu überlegen gefühlt. So, ach nee, komm. Greife ich dich doch an. Du machst es mir ja gerade einfach. Ist aber auch okay. Wie gesagt, das ist mittlerweile. Am Anfang war es super ungewohnt, dass die KI der Gegner nicht random ist, durchgehend, sondern dass die auf meine Aktionen reagieren. Das hat mich total fertig gemacht am Anfang. Ah. Komm, hau mich, ich will saufen. Die Styropor-Rückhand ist auch kein Problem mehr. Und da, ja, hier, da war, also das hätte eigentlich kein Treffer sein dürfen hier an der Stelle. Die Hitbox seines Schwertes wird plötzlich doppelt so groß oder dreimal so groß, wie sie eigentlich sein sollte. Man darf in der zweiten Phase, darf ich nicht so nah rangehen, das ist mir auch damals schon zum Verhängnis geworden, häufig. Ich habe nur gedacht, diesmal sehe ich ja, was er tut und kann ausweichen. Aber das Problem ist nicht, dass man rechtzeitig ausweicht, sondern das Problem ist, dass man, wenn man nicht zu früh ausweicht, also nicht ganz früh ausweicht, als rechtzeitig, so richtig früh, dann die Hitbox des Schwerts einen einfach fickt. Was ich ja auch immer noch ganz schrecklich finde, ist, wenn sich Gegner drehen, ohne ihre Beine zu bewegen. Das ist so. Ach. Kumpel. Ich will saufen, bitte. Ich glaube, das müsste reichen, oder? Bisschen geheilt habe ich mich.
Komm, hau mich. Komm, hau mich. Nicht mit dem Pissschwert. Mit dem großen Mist. Weil wenn er mit dem großen haut, dann habe ich Zeit zu heilen. Ansonsten habe ich keine Zeit für Heilung. Meistens. Außer ich habe genug Abstand und er macht gerade einen Dreier-Move oder so. Einen Magneten im Arsch, genau. Den habe ich aber auch in Dark Souls 3. In Dark Souls 3 gibt's das auch. Sogar noch schlimmer, das ist ein Neodym-Magnet teilweise in Dark Souls 3, weil der Gegner einem das Schwert durch den Sand, in dem es steckt, hinterher durch den Boden durchzieht und dann wieder rauszieht unter einem. Also... Ach, Mist, zu spät. Ja, ich habe auch schon gesagt, das muss Magie sein. Alter. Da, also, komm. Komm, Sepp. Da war ich jetzt doch aber weit genug weg, oder? Hast du das gesehen, was mich da noch getroffen hat? Das war vielleicht ein halber Pixel, wenn überhaupt. Das war, da war noch ein Pixel Abstand. Wenn irgendwas Seltsames passiert, dann ist es Magie. Ja, eben. Genauso wie sein Schwert gerade einfach mir noch einen hinter so ein bisschen, so ein ganz bisschen, er ist vorne eine Nadel noch rausgefahren aus dem Schwert und hat mir noch in die Schulter gestochen. Ah, nein, aua! Okay. Ging. War nicht ganz so schmerzhaft. Warum lasse ich mich da gerade dreimal treffen, ey? Oh, das war nicht gut. Oh, oh, oh! Okay, ging noch klar. Ah, komm. Oh, ich hab gedrückt. Nein. Na, oh, fuck. Ah, da muss ich doch weiter wegstehen. Der macht irgendwie so eine Schockwelle, die mir dann noch Schaden macht. Und der kann ich nicht ausweichen. Da gibt's keinen. Da gibt's keine Iframes für den Tassilo. Keine Iframes für den Tassilo in Dark Souls 2.
Ach, fuck off, man hat nicht mal mehr genug Zeit zum Saufen, ey. Oh, man hat in Phase 2 nicht mal mehr genug Zeit zum Saufen. Das Einzige, was mir Schwierigkeiten bereitet in Dark Souls 2 aktuell, ist das Saufen. Letzter Versuch. Und ihr wart auch so richtig miese Mistviecher, ne? Oh ja, ihr wart das die Boys, die überall raus Flammen schlagen und oh, ihr wart so richtig miese Mistviecher. Mistratten, ey, das waren, oh, über die habe ich mich auch aufgeregt, hey. Ein Ehrenmann, der jedes Mal vorher anstoßen will, bevor er trinkt. Oh, hör mir auf, ey. Dass es einen Treffer gibt, ey. Das ist so mies. Ah, und das auch, ey. Okay. Da ist es in Phase 1 schon so, dass er mich treffen kann. Verstehe. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Das ist kein Phase 2 Ding. Du sollst mich mit dem großen Prügel jetzt verhauen, damit ich genug Zeit habe zum Saufen. Und da war schon wieder die Hitbox. Das war das Knie. Oder so, keine Ahnung. Wie war das noch? Irgendwo kriege ich da Schaden von seinem... Weiß nicht. Werde ich zwischen Knie und Schwert eingeklemmt oder irgendwelche solche Späße. Es kommt alles wieder hoch, Leute. Es kommt alles wieder hoch. Hoppla, das... Jetzt hat's funktioniert, okay. Ah, naja. Das Schadensknie, genau. Ja, bestimmt hieß so eine YouTube-Folge. Das Schadensknie, ey. Oh, es kommt alles wieder hoch. Styroporschwert, Rückhandattacke, das Schadensknie. Es kommt alles wieder hoch, aber YouTube. Irgendwann fällt er bestimmt. Und ich habe mit dem immer noch gefühlt mehr Schwierigkeiten und erregt mich mehr auf, als es Marlene in 100 Jahren schaffen würde aus Elden Ring. Ich sage, YouTube, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist noch lange nicht vorbei.